Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir gehen in die nächste Ebene in The Warm One. Ab wo wir jetzt immer einen Schaden bekommen, statt nur. Oh, verdammt. Ja, geh mal kurz dahin. Danke. So, jetzt fühle ich mich schon mal sicherer. Könntest du vielleicht auch hochgehen? Turm 1. So, jetzt geht er auch hoch. Wir haben ihn davor zu stark unter Beschuss gehalten. Wir haben extreme Damage-Probleme. Heißt, es wird extreme Probleme auf diesen Ebenen hier geben. Wir schauen erstmal in den Supergeheimraum, in den Geheimraum, in der Hoffnung, dass da nochmal ein Item ist, was alles ändert. Und wir bekommen das Item, das alles ändert. Ich hätte nicht gedacht, dass es dazu noch kommt. Wir bekommen den Epic Fetus. Der Epic Fetus kann Folgendes: Pow! Pow! Pow. Er kann Verfolgungs-, also er macht diese Lenkrakete, die kann ich mit der Maus steuern, wohin sie fliegt. Und ich würde sagen, den hatte ich Ewigkeiten nicht mehr. Und wir freuen uns darüber. Und wir schauen mal, ja, gut, wie wir damit zurechtkommen. Das sollte eigentlich jetzt. Also, es ist einfach so, der macht extrem viel Schaden. Und damit ändert sich halt wieder alles. Wir haben wieder extrem gute Aussichten auf den Sieg. Wir teleportieren uns auch zum Shop. Oh ne, teleportiert es einem. Achso, auf der Ebene gibt es wahrscheinlich keinen Shop, deswegen wurden wir irgendwo hingeportet und da haben wir uns selbst getroffen. Okay, das könnte natürlich auch dann das Scheitern sein von dem Ganzen hier, dass ich mich zu oft selbst treffe. So, hier einmal rein. Dürfte schon so gut wie alles tot sein. Und hier, okay, mit Fliegen ist es extrem praktisch, weil wir einfach uns irgendwo hinstellen können. Und dann hinschießen wollen, können, wo wir wollen. Ja gut, dann suchen wir jetzt einfach einen Bossraum. Was anderes brauchen wir nicht mehr. Das ist. Oh ne, da war. Oh, verdammt. Ich treffe mich selber. Das ist echt schlimm. Und du weg und du weg. Ah, verdammt. Da ist es nicht schnell genug hingeflogen. Ich weiß nicht, wie der Epic Fetus mit einem skaliert. Also man hat einfach diese Bomben und kann die überall hinschießen. Also ich könnte mich in der Ecke stellen und dann einfach die Gegner ausstellen, schalten, falls da ein Stein wäre. Dass die Gegner nicht zu mir hin können. Also extrem praktisch. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht selbst sprengen. Vor allem. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz was trinken. Es tut mir leid. So, ich hoffe, meine Stimme hört sich jetzt wieder besser an. Das ist total kratzig angehört. Oh je. Such mir den Bossraum. Sie hört sich immer noch total kratzig an. Ich schaffe es anscheinend nicht, die Gegner hier zu sprengen. Doch, habe ich. Und ja. Also, wie gesagt, das ändert wieder alles. Wir schauen, ob der Bossraum hier oben ist. Wir haben jetzt wieder extrem viele Chancen auf den Sieg. Beziehungsweise, wir haben, glaube ich, sogar gewonnen mit dem Item. Wir bekommen noch eine Lackabhülle. Wie viele Lackabhüller sollen wir noch bekommen? Heißt, eine Kate wird sich auch lohnen. Da wird uns wahrscheinlich das Ganze nochmal optimieren. Und ja, wir konnten einfach hier in die Mitte stehen und alles töten. Also ein OP-Item. Ist das nichts Tolles? Ist das nichts Tolles? Doch, ist es. Guck mal. Ich brauche das gar nicht. Ich kann dich auch so töten. Zack. Oh je. Da hatte ich mich fast wieder selbst getroffen. Da drüben kann der Bossraum nicht sein. Deswegen gehen wir jetzt hier nach unten. Es gibt noch eine Stelle, wo ein Arcade sein könnte, wenn eine Stelle der Bossraum sein müsste. Deswegen, ja, das ist auch noch eine ganz tolle Sache. Und ja, die Gegner sind auch kein Problem mehr. Es ist nichts mehr ein Problem mit dem Epiphytus. Alles, alles ist jetzt wieder möglich. Das Item, was alles verändert hat, haben wir gefunden und werden es erfolgreich, okay, ich treffe ihn nicht, einsetzen, um diese Gehirne zu töten. Wir werden unsere Fähigkeiten einsetzen, um Gehirne zu töten. Wenn das nicht eine tolle Sache ist, dann weiß ich auch nicht. Wir schauen, was wir hier finden. Hier bekommen wir eine Super-Troll-Bombe, das finden wir nicht so nett, deswegen gehen wir gleich zurück und sammeln hier nochmal die Herzen ein. Haben wir wieder volles Leben und können auf und zum Boss machen. Oh ne, Babys, auch die sind keine Probleme mehr. Einfach, weil wir überall hinschießen können. Von allen Positionen aus. Okay, fast. Wir kommen nicht ganz rüber bis in die andere Ecke vom Raum. Aber trotzdem. Trotzdem ist das gut. Oh ne, oh ne, oh ne. Gut, jetzt wurden wir einmal getroffen. Übermut tut selten gut, um jetzt irgendeinen Spruch zu bringen. Wir bekommen allerdings hier nochmal Herzen. Heißt, wir haben volles Leben und können uns dem Boss stellen unserer Wahl. Es ist mir egal. Okay, die bessere Form von Pin. Trotzdem nicht gut genug, um dem Epic Fetus standzuhalten. Oh Gott, wie viele Tränen. Oh ne, da habe ich mich selbst getroffen. Ich glaube, unsere die größte Gefahr gerade sind wir selbst. Wir bekommen noch ein HP-Upgrade, das ist was sehr Schönes. Wir holen auch nochmal die Leben von drüben. Wir könnten auch den Supergeheimraum suchen. Der könnte alle. Ach, der ist an zu vielen Stellen möglich. Obwohl wir haben jetzt. Eigentlich sind wir so fast gezwungen, den Supergeheimraum immer zu suchen, weil wir halt unendlich viele Versuche haben, ihn zu finden. Das macht mich sogar fast traurig. Ja, weil wir es halt immer ausprobieren müssen. Hä?
Das ist irgendwie doof. Naja, suchen wir halt den Supergeheimraum. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, das sollten wir uns auch nicht drüber beschweren. Ich meine, aber mir fällt auch gerade gar nichts ein, was ich aus dem Supergeheimraum haben wollte, außer vielleicht Krebs. Ich weiß nicht mal, ob Krebs was bringt mit den Items hier. Gut, hier können... Oh, da habe ich mich schon wieder selbst getroffen. Das ist echt unglaublich. Ich muss mich an das Item erst gewöhnen. Aber wir sind OP. Immerhin etwas. Wir werden Mutter und Isaac, denke ich, besiegen mit den Items. Doch, damit werden wir ihn besiegen. Wir werden immer Damage-Probleme. Jetzt haben wir den Damage 01. Oh gut, da wurde ich getroffen. Das war vielleicht doof. Aber das macht nichts, weil wir OP sind. Da haben wir auch den Geheimraum gefunden. Ich wollte allerdings den Supergeheimraum. Und da haben wir den Supergeheimraum gefunden, in dem wir Krebs bekommen. So, jetzt dürfen wir auch, glaube ich, ein bisschen schneller. Nö, wir schießen irgendwie nicht schneller, oder? Doch ein bisschen vielleicht. Ich probiere es nochmal aus. Ein bisschen schneller, oder? Nee, ist ungefähr gleich schnell. Ich glaube, Krebs bringt hier nichts. Okay, ich zähle mal. 1, 2 Sekunden ungefähr. 1, 2. Ja, es macht keinen Unterschied. Heißt, wir nehmen die Page mit, wenn Krebs sich nicht lohnt. Obwohl, es eigentlich hat es Tradition. Ich will ja eigentlich... Nein, wir nehmen ihn aus Tradition mit. Wir wollen Krebs haben. Aus Tradition. Die Page ist wahrscheinlich auch gut, aber... Ich will ihn dabei haben. Ich will ihn immer an meiner Seite wissen. Wenigstens eine Person. Etwas, nein, ein Etwas. Was mir immer beisteht. Oh Gott, ist das schön. So, dann gehen wir auf die nächste Ebene. Auf die Ebene von Mutters Herz, beziehungsweise It Lives. Und gehen auch gleich mal in den Geheimraum. Indem wir eine Slotmaschine finden, an der wir tatsächlich spielen werden. Das lohnt sich nämlich, weil wir haben vierfach Luck Up, glaube ich, insgesamt. Deswegen müssen wir oft gewinnen, auch wenn ich gerade gar nichts wusste, was ich von dem haben wollte. Gab es irgendeine Bille, die sich noch lohnen würde? Speed Up, das lohnt sich. Jetzt sind wir nochmal ein bisschen schneller. Das ist mit dem Epic Vitus gut, dann können wir gut ausweichen, weil treffen können wir mit dem Epic Vitus so oder so. Range Up vielleicht noch. Gab es eine Range Up Pille? Weil dann können wir, glaube ich, weiter schießen. Oder können wir durch Speed Up weiter schießen? Ne, wir kommen immer noch ungefähr genau gleich weit. Ich hätte gerne eine Range Up Pille. Range Up wäre etwas, was ich gerne hätte. Na, Automat, hast du im Angebot eine Range-Up-Pille? Was könnten wir sonst an dem Automaten gewinnen? Eigentlich nichts. Lohnt es sich wirklich hier dran zu spielen? Ich meine, Damage-Up-Pillen würden auch nichts bringen, weil wir eine Blast-Damage-Up-Pille bräuchten und die gibt es, glaube ich, nicht mal. Ich weiß es allerdings nicht. Es kann ja für alles Pillen geben. Na, wir können ja hier zurückkommen, falls wir Langeweile haben. Und suchen erstmal nach dem Boss. Tor. Oh, bekommen auch hier einen roten Schlüssel. Den wir allerdings, einen goldenen Schlüssel, den wir allerdings nicht brauchen. Ja, gut. Und können die Ebene durchsuchen. Gisch. Und Fleisch. Ich mag Gisch. Allerdings ist Fleisch nicht. Oder was es ist, ist ja nicht mal richtiges Fleisch. Hier nochmal eine Speed-Up-Pille. Jetzt sind wir noch schneller. Ja, wenn wir fliegen, ist es auch kein Problem, weil wir nicht aus Versehen in den Stacheln laufen können. Und, ja, gut. Wo ist der Bossraum? Ist jetzt die Frage der Fragen. Da spawnt auf jeden Fall ein Silberherz. Das ist auch was Nettes. Warum nicht? Außerdem haben wir es mit unserer Bombe zu uns geschubst. Das war auch recht geskillt und natürlich Absicht. Die können wir, glaube ich, nicht kaputt machen, aber wir können ja einfach drüber fliegen, bekommen dafür wieder ein Silberherz und eine Bombe. Heißt, unser Leben steigt jetzt auch. Also ihr seht, man behält auch mehr das Leben, wenn man stärker ist, weil man einfach die Gegner schneller ausschalten kann. Davon hängt es natürlich auch ab. Oh Gott. Leckraum. Also der hat ultra geleckt, weil so viele Bomben gleichzeitig da waren. Oh Gott, war das... Oh nee. Ich treffe mich selber. Es war ja klar, dass ich mich selber treffe. Und schon wieder. Nein, Maudado, du tötest dich selber nur selbst. Hör auf, dich selbst zu verletzen. Oh, okay, gehen wir in den nächsten Raum. Dann kommen da zwei Sachen. Einmal Begleiter fliegen und einmal Spinnen. Die Spinnen wollen wir nicht. Jetzt haben wir wieder die Herzen auf, haben wieder volles Leben. Und den Bossraum haben wir immer noch nicht gefunden. Und wir bewegen uns so schnell durch den Raum. Wir sind so schnell unterwegs, es erfreut einen ja regelrecht. Ich frage mich gerade, ob... Oh, noch ein Speed-Up. Luck-Up. Noch mehr Luck-Up. Das ist richtig schade, dass wir eigentlich nicht an den Arcade mehr kommen. Weil wir haben die Luck-Up. Oh, nee. Pillen. Ach Gott, ich treffe mich nur selber. Also, den einzigen Schaden, den ich derzeit bekomme, ist echt der Schaden, den ich mir selber mache. Sonst keinen... Oh, da hätte ich irgendwie beide erwischen können. Allerdings war ich da anscheinend nicht gut genug für. Hier, so. Und auch die Fliege kaputt. Und noch dich. Dead.
Okay, hier links kann kein Bossraum sein, deswegen gehen wir jetzt einen anderen Weg. Und wir finden ihn tatsächlich ganz am Ende. Wir haben ja wenigstens die Map, allerdings. Ja. The Empress. Keine Ahnung, was du genau gemacht hast. Kann sein, dass du einen zum Boss gespawnt hast. Wir können es ja gleich ausprobieren. Hat gerade unsere Bombe verlangsamt. Speed up, werden wir auch nochmal nehmen. Ich werde jetzt schauen, was The Empress macht. Die sieht folgendermaßen aus. Gifte Player. Ach, das macht einen stärker. Oh ne. Heißt, das werden wir bei Isaac benutzen. So, dann stellen wir uns... Nee, gut, dann rennen wir weg und schießen die kaputt. Und dann stellen wir uns an eine Stelle und halten einfach drauf. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ist der Boss auch so gut wie geschafft. Okay, Blitz bleibt anscheinend permanent unten. Nee, Monster braucht 3 Bomben. Okay, wir haben ihn vielleicht schon mal schneller kaputt gemacht, als wir das Spider-Item hatten mit den extrem vielen Upgrades. Aber das ist auch okayer Schaden. Darüber beklagt man sich einfach nicht. Und da hätten wir uns fast selbst getroffen und dann gehen wir auch gleich in die nächste Ebene zu Isaac. Davor putze ich mir allerdings nochmal in meine Nase und trinke was. Und huste ungemutet. So, getrunken habe ich schon was. Jetzt fehlt nur noch die Nase, obwohl die kann warten. Die kann eigentlich warten. Obwohl. Das tut mir wirklich ultra leid, aber ich bin krank. Ich kann nichts dafür. Okay, wir sind auf der... Okay, wir haben eine... Wir hätten die Map sehen können, allerdings schenkt sich die Ebene ein. Hier finden wir wahrscheinlich noch eine Bibliothek, in der wir das Buch hier mitnehmen. Das hatten wir ja schon mal dabei. Das Buch macht einen stärker. Ich kann es ja einfach demonstrieren. Chuck! Und das Buch gibt einen Schutzschild. Allerdings, das Schaden skaliert ja nicht mit, deswegen ist die Karte auch unnötig. Was mir gerade eingefallen ist. Ja, der Schaden von... oh Gott. Der Schaden von dem Epic Vitus skaliert nur mit Blast Damage ab. Heißt, diese Karte ist auch nicht nützlich. Heißt, ja, sie bringt uns mehr oder weniger nichts. Hier in der Kiste könnte noch ein Item sein. Ne, nur Geld und Bomben. Den Geheimraum sehen wir auch nicht. Heißt, wir müssen eigentlich hier ausprobieren, wo er ist. Allerdings, ja gut, was könnten wir noch im Geheimraum finden, was nützlich wäre. Mir wird gerade nichts einfallen. Ja, und ja gut, porte dich genau in dem Moment weg. Nein, 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 da haben wir eine Bombe. Oh Gott, Doppelvideo. Naja. So schwer dürfte es, glaube ich, nicht werden. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen konzentriert, weil wir immer noch Schaden bekommen können, natürlich. Wir sind immer noch... Okay. Okay. Okay, wir können das nicht kaputt machen. Es ist ein Bug. Los, Ghost Baby, schieß es kaputt. Du musst es kaputt schießen, ich kann es nicht. Du musst tun, was ich nicht kann. Schieß, schieß es kaputt. Los, schieß. Okay, ich glaube, das kann es gar nicht kaputt schießen. Obwohl. Ne, okay, wir gehen einfach hier raus. Heißt, wir müssen uns hier durchsprengen. Wir haben ja eigentlich die Bomben dafür. Warum besiege ich eigentlich die Gegner? Warum besiege ich sie? Also wirklich, warum besiege ich sie? Ich kann mich einfach mit dem Epic Vitus überall durchsprengen. Das wäre rein gar kein Problem. Wie zum Beispiel jetzt hier einfach, tschack, durch. Hier habe ich ja schon alles getötet. Aber es ist, eigentlich ist es immer sicherer, alles zu töten, weil töten kann man einfach besser. Also das hat man einfach besser trainiert. Hier haben wir Monster 2. Den wollen wir auch einfach nicht besiegen, weil da kann diese... Oh ne. Fliegen spawnen. Aber wenn wir ihn töten, dann bekommen wir vielleicht Herzen, ist die Sache. Und wir haben den Geheimraum gefunden. Das heißt, wir töten ihn jetzt einfach. Wir haben ja die Möglichkeit dazu. Ich meine, uns wurden die Mittel dazu gegeben. Oh ne, da hat er nochmal Fliegen gespawnt. Ist jetzt... Er hüpft einfach davon. Wir treffen ihn nicht, weil er davon hüpft. Und... Ach komm schon. Lass dich treffen. Hör auf, hochzuspringen. Oh Gott sei Dank, jetzt haben wir hier wieder mehr Leben verloren, als es sich gelohnt hätte. Auch können wir mit Epic Vitus uns auf jeden Fall töten. Und bekommen hier den Skull, der teleportiert dann raus, wenn man nur noch ein halbes Herz hat. Heißt, den wollen wir nicht. Wir bleiben bei unserem klassischen Krebs. Hier ist nochmal ein Herz. Hier ist nix. Und hier ist ein Gegner. Die wir einfach ignorieren. Ah nein, ich wollte... Ich bin da hängen geblieben an der Kante. Ne, jetzt töten wir euch. Jetzt habt ihr verdient zu sterben. So, wir bekommen dafür wieder ein halbes Herz. Oh Gott, ich krieg zu viel Schaden und werden uns dann auch gleich Isaac stellen. Zweimal angemerkt, einmal mit dem External Life und einmal so. Dann haben wir ihn gleich zweimal besiegt und ja, mal schauen, wie wir uns gegen Isaac schlagen. Ich kann ja auch mal mitzählen. 4, 5, 6. Ja gut, jetzt zähle ich einfach mit im Let's Play, das ist sehr gut. Nee, wir haben ihn jetzt 8-mal abgeschossen und haben ihn ungefähr ein Achtel abgezogen, ein Viertel.
Heißt, wir werden ungefähr, oh Gott, konzentrier dich, Maudado, 32 Mal treffen müssen. Okay, das Buch werde ich einfach nicht benutzen, weil ich brauch's nicht. So wie das gerade aussieht. Der Epic Fetus macht schon seine Sache gut. Gegner hat auch noch gar keine Engel gespawnt, die eigentlich am nervigsten sind. Und wir haben ihn besiegt. Heißt, jetzt haben wir das Polaroid schon bekommen, soweit ich es weiß, werden wir uns selbst töten. Und werden als Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Charakter Isaac nochmal besiegen. Heißt, wir töten ihn quasi zweimal. Wir töten ihn zweimal. So. Und jetzt sind wir tot. Respawn als Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Charakter, mit dem wir uns nur dreimal treffen dürfen. Deswegen habe ich das Buch für ihn aufgehalten. Wir werden auch unnötigerweise angemerkt. Okay, da ist die Kiste. Glaube ich. Nee, benutzen wir die Pille. Wir benutzen sie einfach. What a horrible thing. Arr. Wir werden das Buch erst benutzen in der Phase, wo wir öfters getroffen werden. Ich werde auch versuchen, nicht getroffen zu werden. Wir können uns auch eigentlich hier unten in die Ecke stellen. Obwohl, die Verfolgungsdrehen kommen da, glaube ich, eher hin. Ich bin mir nicht sicher. Sobald wir noch ein Herz haben, werden wir dieses Buch benutzen. Falls es überhaupt so weit kommt. So wie das gerade aussieht, kommt es gar nicht dazu. Und wir machen, glaube ich, doch ein bisschen mehr Schaden dadurch. So, jetzt werden wir einfach das Buch benutzen, weil sonst haben wir es gar nicht benutzt. Und haben Isaac mit dem Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Charakter freigeschalten und bekommen dafür das Rainbow Baby im im Basement. So, das war die kranke Folge. Binding of Isaac, also ich war krank. Und dann würde ich mich... Wir sehen irgendwie extrem cool so schwarz aus mit dem Zylinder. Und dem Mund. Dann würde ich mich von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Wir laufen hier noch rein. Sehen noch mal einfach die Zähne an. Und dann würde ich doch sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt diesmal. Jetzt will ich aber auch sehen, ob wir zwei Stück Polaroid gleich bekommen haben dafür. Ja, da bekommen wir die gruselige Musik, die überspringen wir. Und tatsächlich, wir haben zwei Stück bekommen, heißt es fehlt nur noch... Wie oft muss man das machen? Sechsmal. Wir haben es schon zweimal gemacht, plus nochmal zweimal, heißt es fehlt nur noch zweimal. Wir müssen noch zweimal Isaac besiegen, dann können wir das Blue Baby besiegen. Und ja, dann würde ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, meine Stimme war nicht zu kratzig. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss.